Ich habe heute mal wieder einen Vlog für euch. Ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen. Ich hatte heute nur einen halben Tag und drehe jetzt auch direkt mit den Hunden nochmal eine Runde. Heute Morgen hat so schön geschneit, Leute. Und jetzt hat sich der Schnee einfach in Nieselregen verwandelt. Das ist so bitter. Ich habe immer noch keine Schneefotos dieses Jahr machen können. Überall liegt Schnee, nur bei uns einfach so gar nicht. Naja, ich drehe jetzt erstmal eine Runde mit den Mädels. So, wir haben heute übrigens Tag 2, an dem wir Kotproben sammeln. Da haben wir dieses Röhrchen bei. Vielleicht habt ihr das auf Instagram schon mitbekommen, dass wir im Moment diesen Wurmtest von Vetevo testen. Und ich bin da super glücklich drüber, dass wir das machen dürfen, weil ich das so, so gerne unterstütze und auch wichtig finde, da aufzuklären, dass man eben nicht einfach irgendwelche Wurmkuren in den Hund haut, ohne überhaupt zu wissen, dass der Hund Würmer hat. Ja. Wir lassen auch so regelmäßig immer die Kotproben von unseren Hunden überprüfen oder auf Würmer testen. Und bei dem Vetevo-Wurmtest ist halt wirklich das Coole, dass man dazu nicht mehr zum Tierarzt fahren muss. Ja. Man bekommt halt dieses Probekit mit diesen drei Röhrchen nach Hause geschickt. Ein Rücksendeumschlag ist da drin, ein paar Informationen auch noch. Und so ein Bogen, den man ausfüllt, damit die auch die Proben dann einem zuordnen können. Und ja, dann kann man das bequem an 3 Tagen sammeln, diese Kotproben, und an Vetevo zurückschicken, ohne dass man den Stress hat, irgendwie zum Tierarzt zu müssen dafür. Und das Ergebnis von dem Wurmtest bekommt man dann einfach auf sein Handy geschickt. Im Regelfall ist das Ergebnis ja dann hoffentlich negativ. Bailey, komm weiter. Hey, komm weiter. Und falls es aber doch positiv ist, dann bekommt man da auch von Vetevo Informationen geschickt, ja, wie man denn weiter vorgeht. Für uns ist es eh so eine Herzenssache, dieses Thema, weil Bailey nämlich im Welpenalter sogar einen Wurmbefall hatte. Und es war echt nicht schön. Deshalb sind wir da auch wirklich hinterher, dass wir da einfach immer schauen lassen, dass kein Wurmbefall vorliegt. Mich würde mal interessieren, wie ihr zu diesem Thema steht. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare rein. Ob ihr auch Kotproben abgebt regelmäßig oder ja, wie ihr generell zu dem Thema Wurmkuren zum Hund steht. Ich finde, es wird einfach noch viel, viel zu oft irgendwelche Chemie in den Hund gehauen, ohne dass es überhaupt nötig ist. Ich stelle da auch im Übrigen heute noch ein Gewinnspiel auf Instagram online. Da könnt ihr auch so einen Probetest gewinnen. Normalerweise kostet der 29 Euro. Manchmal gibt es da aber auch Rabatte. Müsst ihr mal schauen auf der Seite von Vetevo. Oder wie gesagt, euer Glück einfach mal bei mir auf Instagram bei dem Gewinnspiel später probieren. Bailey, komm mal hier. Bailey hat auch gerade übrigens ihre Kette von Perlinia an. Mit Natursteinen. Ich muss ja zugeben, ich glaube da auch so ein bisschen dran an die Wirkung. Die sollen ihr einfach ein bisschen Selbstsicherheit geben. Weil sie doch eine kleine, unsichere Mausi geworden ist in letzter Zeit. Aber wir arbeiten auch dran, ne? So, ich bin wieder zu Hause. Ich muss mal rausfinden, diese Kamera blendet so extrem. Sobald es ein bisschen dunkler ist, schaltet ihr nämlich automatisch hier so ein Licht ein. Ja, jetzt ist es nämlich ausgegangen. Und es blendet so unfassbar. Und ich weiß einfach nicht, wie ich dieses automatische Licht ausschalte. Also die Automatik. Wisst ihr, was ich meine? Zum Thema Tierarzt nochmal. Wir müssen tatsächlich heute zum Tierarzt fahren, nicht wegen einem Wurmtest. Uns ist nämlich aufgefallen, dass Bailey an ihren Kauflächen, an den Backenzähnen, so dunkle Stellen hat. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es Karies ist, weil sie ja erst 1 Jahr alt ist. Aber ich mache mir da trotzdem ein bisschen Gedanken. Deshalb wollen wir das mal abchecken lassen. Nico kommt jetzt heute auch ein bisschen früher heim. Dann gehen wir da zusammen mal hin.
Ich muss dazu sagen, wir waren auch letzte Woche bei einem anderen Tierarzt und der hat nämlich behauptet, es wäre Karies, aber ich traue dem Ganzen nicht so. Deshalb wollen wir das jetzt nochmal von einem anderen abchecken lassen. Ich finde halt Zähne allgemein, also ich finde Zähne so, so wichtig und das wäre richtig schlimm, Leute, wenn Bailey jetzt mit einem Jahr schon Karies hätte. Drückt uns die Daumen, ich werde euch auf alle Fälle nach dem Tierarzt nochmal drüber informieren, was Sache ist. Wer liegt da wieder auf dem Bett? Ja, wer liegt da auf dem Bett? Die Belly? Ist das die Belly? Guck mal, übrigens, Leute, ich habe Bailey auch den rosa Adidog-Pulli nochmal bestellt, weil ihr Alter ist hier ein bisschen zu klein geworden, Girl Mausi. Jetzt habe ich den eine Größe größer bestellt in 8XL auf Wish. Der ist ihr jetzt ein bisschen zu groß, aber ja, besser ein bisschen zu groß als zu eng, ne Mausi? Oh. Von der Breite her ist er jetzt perfekt, muss ich sagen. Aber er ist ja ein bisschen zu lang. Er geht ein bisschen sehr über den Popo drüber. Aber ansonsten ganz gut. Wir benutzen den als Bademantel, weil mir die ganzen Hundebademäntel etwas zu teurer sind. Und die Pullis, also diese genau. Diese Adidog-Pullis haben innen Vlies. Und das nimmt eigentlich die Feuchtigkeit auch ganz gut auf. Deshalb, wenn wir draußen im Regen spazieren waren oder sie mal abwaschen müssen, wenn sie sich oh Gott, seid ihr süß, wenn sie sich eingesaut hat, dann kriegt sie eben den Adidog-Pulli an. Seid ihr ein bisschen süß? Schwanz hinten. Spinni. Hey Pio, hi. Hey Maus. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt, als wir vom Tierarzt zurückgekommen sind. Zu den Zähnen gab es erstmal Entwarnung. Also das, was ich mir eigentlich auch schon gedacht hatte, es ist kein Karies, es ist Zahnstein. Und die Tierärztin hat mir jetzt halt dazu geraten, das, was wir eigentlich im Welpenalter schon angefangen hatten und nicht wirklich durchgesetzt haben, Zähne putzen. Ich hatte das auch mal in meiner, ich glaube, das war die Abendroutine, wo ich das drin hatte. Da war Bailey noch relativ jung. Da haben auch einige geschrieben, dass das total unnötig ist. Ja, also in unserem Fall wäre es jetzt tatsächlich nicht unnötig gewesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Aber wir werden es jetzt auf alle Fälle wieder umsetzen. Also ich werde Bailey da halt langsam wieder dran gewöhnen, weil wir es, wie gesagt, im Welpenalter öfters mal gemacht hatten und jetzt die letzte Zeit, die letzten Monate gar nicht mehr. Aber ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich Zähne so, so wichtig finde und deshalb versuchen wir da jetzt den Prozess eben aufzuhalten, indem wir ihr die Zähne putzen. Da haben wir auch was mitbekommen von der Zahnärztin. Also das war tatsächlich eine Zahnärztin auch, die da in der Praxis war. Da sind mehrere Spezialisten und wir waren jetzt bei der, die auf Zähne spezialisiert war. Genau. Aber eine andere Sache, ich habe sie dann noch in die Ohren von Bailey schauen lassen, weil sie sich öfters schüttelt in letzter Zeit und sie hat ja auch immer so dreckige Ohren. Wir putzen die zwar regelmäßig, aber da sammelt sich trotzdem immer wieder Dreck an. Und da habe ich sie dann reingucken lassen. Und sie hat wohl auch eine leichte Entzündung in den Ohren. Und da haben wir dann auch wieder ein Mittel mitbekommen. Ja, das einfach die Entzündung da rausnimmt. Ach ja. Bailey, unser kleines Sorgenkind im Moment. Da ist man doch froh um diese robusten Straßenhunde. Wir haben jetzt auch gerade noch für den Vetevo-Wurmtest, also für das Gewinnspiel, ein paar Fotos geschossen. Damit ich da nachher, so entspannt, ein Foto hochladen kann zu dem Gewinnspiel. Genau. Ja, mal gucken, welches ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich mache die jetzt mal auf den Computer, also auf den Laptop, und werde die noch ein bisschen bearbeiten. Wir sind jetzt gerade hier noch ein bisschen am Kochen. Dann essen wir was. Fahren, Wandfarbe kaufen. Das steht nämlich jetzt wirklich ganz, ganz bald an. Und ich zeige euch danach auch mal, was wir heute oder beziehungsweise Nico und mein Papa, ich habe ja mal wieder gar nichts gemacht, ja, im Wohnzimmer gemacht haben heute.
Du machst genug. Wie der hier rumläuft. Jetzt fällt mir gerade noch ein. Wir könnten auch. Hä? Au. Wir könnten auch die nehmen. Warum? Was ist da der Unterschied? Bisschen günstiger. Ja, aber die eben war ja auch von Swing Cola. Wir nehmen Cola. So, liebe Leute, ich hebe die Kamera mal ein bisschen weiter nach oben, damit ihr den Boden seht. Da haben wir jetzt nämlich die USB-Platten verlegt, um einfach die Räume von der Höhe her anzugleichen, weil einfach wirklich jeder Raum hier in dem Haus hatte eine andere Höhe. Und da kommt jetzt so ein, wie heißt es, Watercork-Boden drauf. Den haben wir uns auch schon ausgesucht. Den müssen wir jetzt halt noch kaufen gehen. Also nicht jetzt, sondern wenn es dann soweit ist. Aber es wird bald soweit sein. Genau, und was ich euch noch zeigen kann, ich weiß jetzt nicht, ob man es genau sieht. Ich drehe euch mal um. So, das hat Nico und mein Papa vorhin gemacht. Ja, genau, so sieht man es. Also die Wände sind jetzt verputzt, noch nicht alle. Sieht man, dass die Struktur sich jetzt ein bisschen verändert hat. Die Decke ist jetzt auch verputzt und Nico wird jetzt gleich mit der großen Wand hier weitermachen. Er ist gerade rüber. Die Hunde holen, die haben wir nämlich rüber zu meinen Eltern, als wir die Farbe gekauft haben. Also als wir losgefahren sind, die holt er jetzt wieder rüber. Und dann wird hier weitergemacht. Was geht denn da draußen für eine Party? Ha? Warum ist da draußen so laute Musik? Wer feiert eine Party? Wir warten gerade noch drauf, bis Bailey vielleicht Kacker machen muss, weil uns fehlt noch die dritte Probe für den Wurmtest. Ich ziehe mich jetzt auch nochmal um und helfe Nico dann ein bisschen. Er trägt jetzt den Putz auf und ich gehe dann nochmal mit dieser Finisher-Rolle drüber. Muss mal gucken, ob ich da die Kamera ein bisschen hinstelle, dass ihr mal uns in Arbeit seht. Ihr seht immer nur, wie ich laber und nichts arbeite. Guckt euch bitte diesen Hund an. Die kleinste weiche Stelle genutzt, um sich hier abzulegen. Und immer dabei mitten auf der Baustelle. Kurze Verschnaufspause und bevor ich es nachher vergesse oder einfach gar keine Lust mehr habe, noch zu filmen, wenn wir dann fertig sind, wird es noch ein bisschen in den Abend reinziehen. Ja, sage ich euch einfach jetzt schon mal Tschüss und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Pio da hinten. Hi, Mausi.